So, alle guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Und mit Gengar, mit mir, von Nöhe Gameplays als Hobby. Ja, was machen wir? Natürlich direkt den nächsten Kampf suchen. Bisschen streitlustig hier. Wir hatten ja bei der letzten Aufnahme von drei Kämpfen zwei Stück gewonnen haben. Hey, es geht mal wieder ein bisschen aufwärts. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt natürlich weitergeht. Der Schuhn aus Frankreich mit Glurak und 46 Siege. Das passt ja ganz gut eigentlich zu unserem Gengar. Da haben wir auf jeden Fall eine gewisse Chance. Und bonjour. Das ging ja schon cool, auf jeden Fall. Ich finde es immer cool, wenn er immer dann so, wo man die Sterne kriegt, hat eben wie gut man bei Angriff und sowas war. Hier, wenn er das dann immer leckt. So total sterngeil oder so. Das Gemeine hier am Gengar ist natürlich, dass er ständig sich in Luft auflöst und man immer daneben schlägt. Wenn man das natürlich richtig timen kann, das kann ich natürlich nicht. Aber dann ist es richtig mies. Vielleicht, wenn man sich wirklich intensiv mit dem Gengar hier beschäftigt, dann könnte man das bestimmt beeinflussen. Huch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, Aida einer, der immer nur dasselbe macht. Trifft er mich jetzt oder nicht? Nee, okay. Ich habe auch ein Pokémon. Dick da. Dürfte ich eigentlich gar nicht treffen, bis der Flug. Aber anscheinend geht es doch. Wie jetzt? Na gut. Na gut. Glurak ist natürlich kräftig. Der kann, wenn er austeilt, genau wie Knackrack auch, kann er viel Schaden verteilen. Scheiße, der hat mich sogar noch getroffen. Toll, da hatte ich gedacht, ich könnte gewinnen. Habe ich verloren. Scheiße. Glückwunsch, Schuhen. Eigentlich hatte ich ganz klar die Nase vorn. Bis jetzt eben gerade zur letzten Runde. Wie schnell sich das sowas doch immer ändern kann. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal über den Weg. Vielleicht mit Knackrack. Dann hast du wahrscheinlich keine Chance mehr, aber das macht Spaß. So, wir suchen den nächsten Gegner. Wen dürfen wir ein bisschen verhauen? Avrion aus Italien mit Glurak. 395 Siege. Ich glaube, gegen diesen Glurak haben wir auf jeden Fall weniger Chancen als gegen Schuhen vorhin. Wir werden sehen, was passiert. Stop.
Okay, beide warten. Oh. Die erste Runde war wohl nichts. Ich war doch gar nicht richtig an dem dran. Wie kann er mich treffen? Ich war direkt unter dem, ey. Oh. Welche Überraschung, wir sind tot. Also, geschlagen zumindest. Verloren. Und eine sehr gute Bewertung auf jeden Fall. Ein Glücksbonus, was kriegen wir? Schon wieder ein Tanktop. Also langsam ist mein Kleiderschrank nochmal voll. Okay, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Name lautete. Okay, wir suchen den letzten Kampf mit Gengar hier. Und vielleicht auch der letzte Kampf im Video mit Gengar erstmal. Lieber Florian, ich hoffe, es hat dir gereicht. Aber ich kann es natürlich auch nicht riskieren, ständig nun hauptsächlich Niederlagen einzukassieren. Klar, ich kämpfe auch immer wieder gern mit anderen Pokémon für euch. Keine Frage, ihr müsst mich nur anfragen. Dennoch möchte ich natürlich auch nicht zu tief sinken, ne? Das heißt, ihr werdet mich trotzdem hauptsächlich mit Dings sehen. Amorphis mit Guardevoir aus Spanien mit 37 Siegen. Da haben wir doch vielleicht wieder eine Chance. Oder kennen wir den schon? Ja, da werdet ihr mich trotzdem hauptsächlich mit Knackra kämpfen sehen, einfach. Weil ich mit ihm einfach am besten geübt bin. Mit ihm habe ich ja hauptsächlich auch die ganzen Siege reingeholt. Ich bin gerade ahnungslos. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Irgendwie habe ich gerade einen Blackout. Okay, 1-0 für ihn, für Amorphis. Schauen wir mal, ob wir das Rad noch drehen können. Huch, warum war ich plötzlich wieder da hinten? Ach, wie ich das hasse hier. Gute Nacht. Das gibt's doch nicht. Wie ich da stehe, so ganz cool und lächelnd. Ach man. Okay.
Oh, drei schnelle Kämpfe mit drei schnellen Niederlagen. Deprimierend. Das heißt, jetzt von insgesamt 9 Kämpfen haben wir 2 Stück gewonnen. Aber das passt so im Schnitt mit meinem Gengar-Kämpfen. Okay, also wie gesagt, lieber Florian, mach dir keinen Kopf, es liegt nicht an dir. Also ich bin jetzt nicht sauer auf dich, weil ich jetzt wieder Niederlagen kassiert habe oder sowas. Nein, ich mach's wie gesagt gerne. Ich hoffe, es hat dir nur so weit gefallen, weil ich bin mit Gengar leider nicht allzu gut. Und ja, von daher werde ich jetzt erstmal wieder rausgehen. Und für jeden, der vielleicht mal gegen mich kämpfen möchte, habe ich hier dann nochmal zum Schluss hier eine Kampfgruppe eröffnet. Aber ich glaube, ich erstelle jetzt einfach mal eine neue. VS-Modus, Standardkampf natürlich, Spielstil jeder. Maximal Teilnehmer. Ich mache jetzt einfach mal, keine Ahnung, so viele Abonnenten habe ich hier ja noch nicht. Mach mir einfach mal 30. Gruppenbeschränkung, kein Schimmer, was das heißt. Passwort. Brauchen wir ein Passwort? Nö, eigentlich brauchen wir kein Passwort. Startdatum ab heute natürlich. Und es geht einen Monat. Startzeit, okay. Platzierung an, immer fortlaufende Kämpfe, alles klar. Kampfstätte zufällig. Okay. Gruppenbeschränkung. Wir lassen es einfach mal so. Keine Ahnung. So, okay. Und wir erstellen jetzt mal diese Gruppe. Achso, Namen. Da machen wir natürlich ganz, ganz simpel von der Gruppe draus. Da. Am besten noch von Löher Gameplays oder so. Oder mach mal YouTube, einfach YT. So, wunderbar. Also, dann erstellen wir erstmal diese Gruppe. Gruppe erstellt. Jetzt habe ich 2 Stück erstellt, ich weiß. Genau, hier habe ich nur... Für Freunde, sage ich jetzt mal. Das kann ich eigentlich wieder löschen. Und hier haben wir jetzt die neue Gruppe. Wer gegen mich kämpfen möchte, von meinen Abonnenten oder auch Gäste, wie auch immer. Ah, bitte nicht zu starke. ihr dürft natürlich dann hier reingehen. Ihr seht die Gruppen-ID. Die ist ziemlich lang, sehe ich. Und dann könnt ihr natürlich hier reinkommen. Und weiter weiß ich nicht. Ich habe hier so Gruppendings hier noch nie gemacht. Dann denke ich mal, können wir einfach mal miteinander kämpfen. Okay. Ja, Kampf brauche ich noch nicht zu drücken, ist ja noch keiner drin. Und ja, ihr weißt dann Bescheid. Und dann gucken wir mal da ab und zu mal rein, ob da jemand drin ist. Und wenn ja, dann können wir auch mal gegeneinander kämpfen, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns auch mal auf YouTube. Ja. Das war's eigentlich. Das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit Gengar, mit einigen Niederlagen. Und die nächsten Kämpfe werden auf jeden Fall wieder mit Knackkrack passieren. Ich brauche mehr Siege. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und generell auf YouTube. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja mal hier in dieser Gruppe. Das war von mir, Gameplays als Hobby. Und tschüss, auf Wiedersehen.